Herzlich willkommen. Es freut mich sehr, dass ich Sie darf zum Tech-Webinar begrüßen. Wir haben beschlossen, zum in dieser Zeit ein paar Tech-Seminars online zu schalten. Ich hoffe, das findet guten Anklang. Grundsätzlich am Anfang ein paar Informationen, also eigentlich eine. Wir haben rechts Question and Answer Section. Dort dürfen Sie jede Zeit Fragen stellen. Ich werde versuchen, während der Präsentation oder während dem Webinar reinzuschauen. Ich werde vermutlich die meisten erst nach dem Webinar können beantworten. Aber wenn man dann wieder auf den Link drauf geht, wird man sehen, dass die beantwortet sind. Ja, ich gehe jetzt wieder retour zu der PowerPoint-Präsentation. Ich hoffe, dass ich nicht zu lange geredet habe mit dem Administrativen. Und wünsche ein spannendes Webinar. Heute im Webinar erzähle ich, wieso ich glaube, dass Python letztlich Automatisierungssprache Nummer 1 ist. Grundsätzlich nochmal ganz kurz zu mir. Mein Name ist Urs Baumann. Ich arbeite seit 2014 am Institut für vernetzte Systeme. Ich bin hauptsächlich im Bereich Netzwerkautomatisierungsprojekt unterwegs, gebe Kurs CAS Network Programmability, CCNA, CCNP, CCIE, Aushilfe, Labs betreue und natürlich Python als Hauptmerkmal. Fragen dürfen Sie auch nach dem Webinar natürlich auch an meine E-Mail-Adresse schicken. Ich hoffe, dass ich die möglichst schnell kann beantworten kann. Was ist grundsätzlich Python? Python ist, wie vermutlich alle wissen, Programmiersprache. Python zeichnet sich darum aus, dass sie sehr kurz gehalten ist, sehr viele Libraries hat und portabel ist. Portabel meint man in dieser Hinsicht da jetzt, dass Python kann auf einem Windows laufen, es kann auf einem Linux laufen, es kann auf IoT-Geräten laufen, zum Teil mit Micro-Python. Es gibt auch verschiedene Varianten von Python. Wie schon gesagt, Micro-Python, wo auf einem Mikroprozessor kann laufen, je nach Anwendungsfall. Grundsätzlich gibt es natürlich ganz einen Haufen Programmiersprachen, wie wir unten sehen, C, C++, Java. Jetzt ist heute die Frage, wieso ist Python die richtige Sprache? Oder was macht Python aus? Grundsätzlich, wenn wir eine Programmiersprache anschauen, machen wir normalerweise zumal irgendwas machen damit ein Hello World. Das heißt, man hat eine Konsole und macht dort drauf ein Hello World in einer Programmiersprache. Wie sieht jetzt das aus? Wenn wir jetzt das wieder in Assembler machen, ist das schon recht komplex. Dafür extrem schnell und sehr hardware-spezifisch. Dann haben wir recht, Variante mit C, wir haben noch Variante mit Java. Grundsätzlich machen die alle genau das Gleiche, sie gehen Hello World aus. Ich habe gesagt, Python ist eher eine kurze Sprache, also viel Abstraktion. Das heißt, wie sieht das in Python aus? Python ist das einzige, grundsätzlich. Oder? Print Hello World. Sehr einfach gehalten, funktioniert. Das kann ich jetzt ausführen wie Python als Skript. Ich kann ein Skript machen. Das heißt, unter Linux mache ich ein File, wo myprogram.py heißt. Dort drin schreibe ich das Statement print Hello World und nachher kann ich das so ausführen. Kann aber auch in der interaktiven Shell schaffen, interaktive Interpreter. Python wird nicht zuerst kompiliert und nachher dann ausgeführt. Python ist dynamisch und wird während der Laufzeit grundsätzlich ausgeführt in Binary Code umgewandelt. Was man immer hört, ist, Python sei langsam. Und das wollte ich auch nicht lügen. Python ist definitiv nicht die schnellste Sprache. Wieso ist das so? Der Grund, wieso Python eher eine langsamere Sprache ist, sage ich jetzt einmal, ist, weil sie sehr eine dynamische Sprache ist.
Das heisst unter anderem, es gibt keine statischen Typen. Das ist eher eine dynamische Typen. Das heisst, wenn ich eine Variable definiere, jetzt hier auf der rechten Seite habe ich eine Variable Interface List, gebe ich zwar jetzt eine Liste rein, aber die Liste ist nicht zwingend eine Liste. Das heisst, in einem späteren Zeitpunkt könnte ich die Liste auch mit einem Integer abfüllen. Das kann zu Problemen führen. Viele Programmierer sagen, dynamische Typen sind schlecht, kann aber auch viel Vorteil bieten. Was Python definitiv ausmacht, ist, dass sie sehr große Abstraktion hat. Was dann wiederum zu einer guten Code-Lesbarkeit führt. Da rechts sehen wir jetzt ein Beispiel, wo man in der interaktiven Shell eine Liste von Interfaces definiert, über die durchiteriert und wenn WLAN in dem String, wo ich in der Liste rein habe, vorkommt, dann gebe ich den Text aus. Grundsätzlich sollte es so sein, dass Python möglichst lesbar sein soll. Übertrieben kann man sagen, Python sollte ein Gedicht sein zum Lesen. Vielleicht nicht immer ganz Goethe, dann ist es auch nicht mehr sehr verständlich. Aber trotzdem, es soll lesbar sein. Für das ist natürlich auch wichtig, dass man gute Variablen nimmt. Also grundsätzlich, Python ist langsam. Oder es ist nicht so schnell wie zum Beispiel Assembler oder C. Trotzdem, warum ist Python so popular? Wieso wir Python so fest verwendet? Wir sehen Python im Machine Learning, wir sehen Python im Big Data Bereich, wir sehen Python im IoT-Bereich und natürlich, wir sehen Python im Netzwerkautomatisierungsbereich. Da Python ein sehr abstraktionshöchstes Niveau hat, ist es einfacher, zum schnell produktiven Code zu machen. Ich kann mich wirklich aufs Programmieren konzentrieren, muss mich nicht um irgendwelche Pointer oder Variablenzuweisungen kümmern. Das macht den ganzen Prozess von der Entwicklung viel schneller. Zudem, was sicher ein sehr großer Punkt ist, auch in der Netzwerkautomatisierung, es gibt sehr, sehr viele Libraries und Frameworks. Zudem auch Community, viele Open-Source-Projekte im Netzwerkbereich sind Python. Das heißt, die Community ist relativ groß. Wenn man irgendwo Hilfe braucht, Fragen hat, kommt man mit Python viel schneller eine Antwort über, als wenn man zum Beispiel in Go programmiert. Auch Go gibt es gewisse Netzwerkautomatisierungsingenieure, die das verwenden. Aber die Community ist nie so groß wie mit Python. Und jetzt kommt eigentlich der wichtige Punkt. Ist Geschwindigkeit so relevant für den Use Case? Die meisten Applikationen, die man schreibt, sind nicht extrem zeitkritisch. Ob es jetzt ein Mühe länger geht oder nicht, kommt nicht so drauf an. Das heisst, wenn wir jetzt wieder auf Netzwerkautomatisierung gehen, ist es langsam normalerweise der SSH-Session-Aufbau. Wenn ich ein paar Sekunden brauche oder eine Sekunde brauche, um eine Session aufbauen auf ein Gerät, um dort einen Jobbefehl absetzen, dann ist es mir nicht so wichtig, dass ich, wie schnell das mein Python-Code oder mein anderes Programm ist. Klar, wenn ich zeitkritische Sachen habe, wo Geschwindigkeit sehr wichtig ist, dann ist vielleicht Python nicht die richtige Wahl. Aber in den meisten Use Cases ist Zeit nicht das Problem. Wie schon gesagt, es gibt sehr viele Libraries im Python-Automatisierungsbereich, die mit Python arbeiten.
Ich habe da eine kleine Auflistung gemacht, die ist definitiv nicht vollständig. Es sind einfach die wichtigsten grossen Parametern grundsätzlich einfach mal zu einer SSH-Session, zu irgendeinem SSH-Daemon aufzubauen. Was nachher dann kommt, ist NetMicro, wo auf Parametern aufbaut, unter anderem zum das ganze netzwerkspezifische handeln gehen. Das heißt, das NetMicro macht für uns zum Beispiel Enable-Modus überspringen oder in Enable-Modus hineingehen. Ich persönlich, ich empfehle, um den Enable-Modus oder das Enable-Secret wegzulassen. Also wenn irgendein Automatisierungsprojekt ansteht, würde ich immer empfehlen, einen User nehmen, wo bei Cisco jetzt zum Beispiel Privileged Mode 15 hat, dass er dann automatisch gerade schon im Privileged Mode innen ist. Es gibt einfach ein bisschen weniger Problem. Grundsätzlich, ein NetMicro erkennt, ob man im Enable-Modus ist oder nicht und kann dann das Enable absetzen. Was viel ein kleines Problem ist, ist, dass man schnittstellentechnisch noch nicht überall im Netzwerk auf so neue Versionen ist, wo man kann RESTCONF, NETCONF, gRPC oder so Technologien verwenden. Das heißt, man landet im Moment leider viel dabei, dass man dann muss anfangen mit SSH wieder schaffen. Was grundsätzlich nicht so ein Problem ist. Was es jetzt auch da gibt, sind dann nachher Libraries in Python, wo sich darauf spezialisiert haben, zum das Screenscaping, das heißt Outputs von einer CLI, wofür der Entschuldigung, Output von der CLI, wofür ein Mensch da gemacht worden ist, in strukturierte Daten umzuwandeln, dass die dann von Python Code oder von anderen Applikationen besser kann verwaltet werden. Da geht sicher TextFSM in die Richtung. Cisco Genie gibt es einen Parser, wo auch Config oder Showbefehl kann in strukturierte Daten umwandeln. Oder dann natürlich Napalm, wo ein Abstraktionslayer drin bringt. Auf NetMicro, TextFSM, Napalm, Nornier werde ich dann später noch in einer Demo ein bisschen darauf eingehen. Nornier ist im Moment mein liebstes Python-Library-Framework, sage ich jetzt einmal. Macht wirklich viel Spaß, um damit zu arbeiten. Das tut uns eigentlich viel Automatisierungs-Workflow-Sachen abnehmen. Dann haben wir natürlich Libraries, wenn wir mit Yang-Models arbeiten wollen, wenn wir NETCONF, RESTCONF wollen verwenden. Was auch ein sehr großer Punkt ist, ist Jinja 2, eine Template-Sprache, die uns sehr mächtig Template-Sprache liefert, zum Config rendern, zum Webseiten rendern, zum irgendwelche Text generieren. Was sehr viel auch in verschiedenen Tools gebraucht wird. Grundsätzlich, weil Python so groß verwendet ist, gibt es eigentlich die meisten Libraries von Herstellern in Python. Ohne dran habe ich da jetzt ein paar aufgelistet. Arista, FortiGate, Cisco NXOS, Infoblox, Junos, ISE. Gibt es eigentlich meistens irgendwelche Python-Libraries. Oder, wenn es noch nicht gibt, dann kann man eine machen. Kann die in der Open Source Community anbieten und alle anderen können davon profitieren. Grundsätzlich lebt Netzwerkautomatisierungswelt davon, dass die Leute ihr Know-how teilen. Ja, die Liste ist definitiv nicht vollständig, aber es soll mal einen Einblick geben, was es gibt. Meistens, wenn man irgendein Problem hat, vor allem wenn man am Anfang steht, dann findet man Libraries, wo das schon machen kann.
Dann ist doch jetzt die Frage, wie finde ich denn die richtigen Libraries? Grundsätzlich ist die Frage, kann ich mit Python einfach nur ein Skript machen? Das ist sicher sehr einfach. Da kann ich in der interaktiven Shell oder einfach ein Python-File mit Code rein tun, dann habe ich an sich ein bisschen besseres Bash-Skript. Aber mit Python kann ich natürlich auch grosse Software machen. Und hier auch ein paar Beispiele. Ansible, ich denke, Netzwerkautomatisierung, hat jeder schon mal von Ansible gehört. Das Ganze ist in Python geschrieben und verwendet normalerweise die gleichen Libraries, wie wir selber auch in Python verwenden können. Das heißt, das Beispiel für Checkpoint, für den Manager, gibt es eine Library. Und die verwendet dann das Ansible-Modul oder wir können das direkt ansprechen. Hindert uns natürlich auch nicht, zum Python-Code machen, womit Ansible interagiert, wenn wir sowieso Ansible haben. SaltStack ist ein anderes grosses Tool für Netzwerkautomatisierung, wo ein bisschen neben Ansible im Schatten steht, weil es nicht ganz so bekannt ist, trotzdem sehr gute Ansätze und andere Ansätze hat, auch in Python geschrieben. Dann Netbox, eines von den Open Source, EPAM, Single Source of Truth Lösungen. Und unten dran ein, zwei größere Projekte, wo alle in Python geschrieben sind. Also das Dropbox ist, wenn ich richtig informiert bin, immer noch in Python. Das gleiche für YouTube. OpenStack, das heißt die ganze Software Suite, um eine komplette Cloud zu betreiben, managen, wie ein Status stoppen, das ist alles in Python geschrieben. Der Code, das sind mehrere Tausende von Zielen Code. Eins, zwei von diesen Zielen habe ich schon bearbeiten, ist ein ziemlich großes Projekt, darum ist es auch sehr in verschiedene Projekte aufgeteilt, trotzdem alles in Python. Dann habe ich noch gesehen, dass Software Manager, die bei Ubuntu und bei Red Hat im Einsatz sind, die sind auch in Python geschrieben. Ihr seht, in Python kann man große Sachen machen, produktive Sachen machen. Aber natürlich, man kann auch ganz einfache Skripte machen. Und idealerweise würde ich jetzt empfehlen, nicht mit einem OpenStack anzufangen zu entwickeln, sondern halt mit einem Skript, wo meine ein, zwei Tasks automatisiert. Python an sich hat sicher eine grosse Standard-Library, sage ich jetzt einmal. Das heißt, Bild in Funktionen, Typen, Konstanten. Da kommen viele Sachen mit, wo ich gar keine Libraries brauche. Zum Beispiel das CSV lesen und damit arbeiten, das kann ich gerade von Haus aus. Es gibt natürlich den Libraries, vor allem wenn es richtig Datenmanipulationen geht, wo das ein bisschen besser, grösser könnt. Aber für normale CSV, das ist definitiv. Auf JSON gibt es, zum Mail verschicken, SNMP gibt es, da gibt es ganz viele verschiedene, aber natürlich, man kann es auch relativ einfach selber dann noch installieren über den Package Manager PIP. CSV, jetzt ein kleines Beispiel, da würden wir jetzt am Anfang noch Import CSV machen, zum CSV einlesen. Und dann haben wir da ein kleines paar Zeilen, wo eigentlich nichts anderes macht als das File öffnen mit dem WIF. Das ist ein Keyword von Python, wo uns eigentlich einen Kontext aufmacht, wo das File oder der File Pointer drin ist. Mit dem müssen wir uns nicht ums Open und ums Close kümmern. Was jetzt auch noch ist, was ich nicht gesagt habe, ist jetzt Python schafft mit diesen Einrückungen. Ich empfehle immer, vier Spaces zu machen und keine Tabulatoren zu verwenden. Das ist ein bisschen eine Philosophiefrage. Grundsätzlich gibt es viele Leute, die haben am Anfang Mühe mit dieser Art und Weise, fördert aber auch die Lesbarkeit. In anderen Programmiersprachen, wo ich zum Beispiel Klammern habe, kann ich es irgendwie strukturieren.
In Python muss ich mich fix an die Einrückung halten. Dafür sieht der Code immer circa gleich aus. Das heisst, hier machen wir jetzt einen CSV-Reader, wo wir das File hineingeben können, können nachher über jede Zeile durchiterieren und führen hier eine Funktion Create Endpoint auf. Das habe ich aus einem Beispiel, wo ich in einer ISE Drucker erfasst habe über die API. Das heisst, dort hinein würden wir dann eigentlich den REST Call machen. Und kann nachher dann, wenn es successful war, eine Meldung ausgeben oder natürlich, wenn es nicht erfolgreich war. Der Code mit dem Row, mit den eckigen Klammern, muss man ein bisschen daran gewöhnen. Aber grundsätzlich, wenn man die Variablen nehmen, gut wählt, dann bringt man sehr lesbaren Code. Das ist mehr oder weniger alle Code, die ich brauche, um ein CSV zu lesen und was damit zu machen. Klar, ich muss jetzt hier noch meine Create Endpoint Funktion implementieren. Die hat ca. 4 Zeile, also auch sehr überschaubar. Und je weniger Code ich schreibe, desto weniger Bugs kann ich natürlich oder habe ich normalerweise. In der Regel sagt man, pro 10 Zeile Code gibt es einen Fehler. Kann man dann natürlich ein bisschen verbessern mit Tests, mit guten Tests. Aber weniger Code hilft definitiv auch fürs Verständnis, zum später nochmal reinschauen, was ist passiert, was habe ich gemacht, wie geht das. Ein weiterer Punkt in Python ist, man kann verschiedene Versionen haben. Man kann verschiedene Dependencies haben. Im schlimmsten Fall kann man auch Konflikt haben. Was es da gibt, ist jetzt eigentlich das Konstrukt mit virtuellen Environments. Ich kann sehr einfach ein neues virtuelles Environment in meinen Ordner machen und kann dann damit meine Version schaffen. Bin unabhängig von der Python-Version, die ich auf dem Betriebssystem habe, oder ich kann verschiedene Package-Versionen nachher installieren. Das gibt sehr viel Flexibilität. Wenn ich nachher das deployen will, zum Beispiel mit Docker, wo wir auch ein Webinar haben, kann ich dann nachher das einfach dort in native installieren. Bei mir, beim Entwickeln, habe ich mein Virtual Environment. Um ein Virtual Environment erstellen mit Python 3, kann ich einfach -m vnf-Modul nehmen und sagen, wo hätte ich gern mein Virtual Environment. Was ich dann machen kann, ist das aktivieren oder dann mit deactivate wieder deaktivieren. Und im dritten Schritt bin ich dann in dem virtuellen Environment und jetzt kann ich dort rein mit pip irgendwelche Dependencies installieren. Wenn ihr mal ein Python-Projekt abladet, seht ihr meistens, dass dort rein ein requirements.txt hat. Dort rein steht normalerweise, welche Libraries das alle installiert werden. Da kann ich einen pip install -r und das File angeben und dann wird automatisch alle die Dependencies, die ich brauche, installiert. Aber nur in dem virtuellen Environment. Wenn ich mit dem Testen fertig bin oder ich fertig entwickelt habe, kann ich das wieder abrufen. Jetzt kommen wir hier jetzt einmal zu verschiedenen Libraries. Ich werde jetzt hier versuchen, gewisse Sachen zu zeigen. Ich verwende auf meinem Windows die WSL, das heisst die Ubuntu Shell, weil ich persönlich einfach lieber auf einem Linux entwickle, dort mehr mich wohler fühle, aber das würde natürlich auch auf Windows funktionieren. Okay, bin jetzt da mit einer Shell rein, mache jetzt da mkdir Webinar, neuer Ordner gemacht,
reingehen. Und jetzt hätte ich gern Python 3 minus m vnf und ich erstelle das vnf, wo v.vnf heisst. .vnf, einfach, dass es ein Hidden Ordner ist. Und das ist, kann ich grundsätzlich definieren, wie ich gern hätte. Je nach System geht das ein paar Sekunden. Es ist normalerweise relativ schnell. Bei mir ist jetzt, weil es Teams relativ viel CPU braucht, nicht ganz so schnell. Aber jetzt habe ich auch das hier erstellt. Ich kann jetzt mit Source das aktivieren und bin jetzt in dem virtuellen Environment drin. Da rein kann ich jetzt, wie wir jetzt vorher gesehen haben, zum Beispiel pip install, netmicro. Jetzt installiere ich die Library netmicro, wo wir gehört haben, dass die ganze Kommunikation über SSH mit Netzwerkgerät vereinfacht. Da sehen wir jetzt alle die Dependencies, die hier noch installiert werden. Zum Beispiel sehen wir TextFSM. Wir sehen da, dass PySerial installiert wird. Das heißt, anstatt SSH kann ich mit Netmicro auch über serielle Schnittstellen oder Telnet auf Gerät zugreifen, wenn das nötig ist. Aber ja, das kann zum Teil 1-2 Sekunden dauern. Bei mir ist es jetzt wirklich außerordentlich langsam, weil mein Tablet ein bisschen ressourcenschwach ist. Auf meinem Server ist das einige schneller. Das heisst, da jetzt kann ich zum Testen Python ausführen, Import Netmicro machen. Und sehe jetzt, da gibt es keine Fehlermeldung. Das heißt, Python kennt jetzt die Library Netmicro, die ich installiert habe. Was ich jetzt mache, ist rasch ein kleines File. Netmicro 101.py. Mache da from Netmicro import connect. Händler. Definiere jetzt die Eigenschaften vom Gerät, die ich gerne wieder darauf zugreifen. Das muss man jetzt in der Dokumentation nachschauen oder wissen, was ich genau das muss angeben. Cisco iOS, das heißt, ich habe hier im Labor ein Cisco Gerät, wo ich darauf zugreifen kann. Host. Hätten wir SW01. Momentan sind die Studenten nicht im Labor, das heisst, ich habe eigentlich alle Geräte für meine Tests zur Verfügung. Da ist ein High Secure Passwort. Da haben wir dann natürlich auch mit SSH Keys zugreifen oder andere Methoden, alles was eigentlich SSH unterstützt. Ich kann jetzt hier Connection machen, nehme da oben den importierten Connect Händler und entpacke das Dictionary, das ich vorher erstellt habe, da rein. Ich könnte jetzt alle die Sachen, die ich definiert habe, oben auch da reinschreiben, aber für die Lesbarkeit und die Wiederverwendigkeit mache ich das jetzt nicht. Output Connection. Ich kann jetzt da Send Command machen. Ich kann jetzt eigentlich irgendein Command schicken. Show Inventory. Und gib den Output aus. Wenn ich jetzt nicht verschrieben habe, kann ich da jetzt einfach Python Netmicro mit File ausführen und hoffe natürlich, dass der Murphy
es gut meint mit uns. Das kann es jetzt ein bisschen dauern, weil jetzt mein Tablet sich auf der Catalyst 9300er verbindet, dort drauf ein Show Inventory macht und noch das Retro geht. Aber der lange Zusammenteil ist eigentlich die SSH Connection und der Befehl ausführen, nicht mein Python Code an sich. Oder? Da wäre jetzt ein Beispiel zum einfach einen einfachen Send Command schicken. NetMicro und Python nimmt mir da mehr oder weniger alles komplizierte rundum ab. Da hat schon mal nicht die ganze Arbeit gehabt. Darum ist es so einfach, um einen Befehl ausführen. Da kann ich natürlich auch mehrere Befehle ausführen. Da sehen wir jetzt genau den Text, so wie er auf dem Gerät selber daherkommt. Gut. So. Das ist jetzt zu NetMicro. NetMicro hat natürlich sehr viel mehr Features. Es kann Connections aufbauen, ich kann in den Enable-Modus hineingehen, ich kann Configs schicken. Es gibt ein SCP-Modul, wo ich Files transferieren kann. Da gibt es wirklich ein grosses Set von Funktionen. TextFSM ist eine Library, die für das Parsen von CLI-Ausgaben, sage jetzt mal semi-formatiert, strukturiert, kann in strukturierte Daten umwandeln. Grundsätzlich ist das auch noch dazu mal von Google entwickelt worden. Die haben das gebraucht, haben das Open Source gestellt und die Netzwerkautomatisierungs-Community hat nachher sich getroffen und so Templates geschrieben. Das heißt, bei TextFSM schreibt man ein Template, das definiert, wie eigentlich die Ausgabe verstanden werden muss, um nachher das zu lesen. Am einfachsten zeige ich das auch. Einfach an einem Beispiel. Aber für das rasch in mein Home Directory, weil per Default sucht NetMicro nachher an dem Pfad und kann eigentlich auf GitHub das Repo klonen. Das heisst, ich lade jetzt alle die Templates, die es gibt, da oben runter. Oder wo es in dem Repo gibt. Ich kann auch eigene Templates schreiben, haben wir ein, zwei Mal schon müssen machen, aber viele Sachen gibt es schon. Jetzt da mein Code anschauen, habe ich da hinten jetzt einfach Use TextFSM True machen. Das will der Kirk, wo die NetMicro-Library hauptsächlich macht, halt das schon für uns implementiert hat. Das wieder ausführen, wenn wir uns da oben erinnern, sehen wir einfach die CLI-Ausgabe. Wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, dann sehen wir jetzt eine Liste mit einem Dictionary oder mit mehreren Dictionaries drin. Das heisst, ich habe jetzt hier die drei Geschichten in Dictionaries. Wenn ich jetzt programmatisch will darauf zugreifen, zum Beispiel auf Seriennummern, kann ich das sehr einfach machen. Vorher hätte ich mit Regex müssen Sachen suchen und auslesen, verifizieren. Aber weil das die Arbeit schon einfach gemacht hat, kann ich das zum Glück nicht müssen. Ich kann jetzt hier auch noch rasch schauen. Innen sind alle die Templates. Das heißt, da innen ist jetzt zum Beispiel das Cisco iOS Show Inventory.TextFSM. Ist jetzt ein bisschen kryptisch, ist sehr regexlastig, aber das Template sagt eigentlich mit dem Output und dem Template komme ich die strukturierte Daten über.
Okay. So viel zu TextFSN oder wie es sich anfühlt, wenn andere bereits die ganze Arbeit gemacht haben. Mit einem zusätzlichen Befehl oder einem neuen Parameter kann ich gerade schon ein neues Experience. Es fühlt sich sehr schön an, zum Sachen machen, weil halt alles relativ einfach ist. Noch ein weiteres Beispiel. Wir haben einen VLAN-Output und können dann eigentlich die strukturierten Daten davon haben. Genau die Geschichte hier ist das, was NetMicro schon implementiert hat. Wenn es das halt immer wieder braucht, macht es Sinn, um das in einer Library zu haben, dass nicht jeder muss den Code schreiben. Das sind zwar jetzt nur codemässig 1, 2, 4 Ziele. Trotzdem ist es so, dass, wenn das schon in der Library drin ist, das sehr viel schöner ist. Oder? Was es jetzt auch noch gibt, ist Napalm. Napalm hat sich drum oder macht eigentlich Abstraktionslayer. Wenn wir jetzt verschiedene Vendor in unserer Firma haben, sieht jeder Show-Befehl anders aus. Ich mache ein Show-Inventory auf meinem Cisco-Gerät, er sieht anders aus wie ein Show-Inventory. Vermutlich heisst er auch anders auf einem Juniper-Gerät. Napalm, das Ziel davon ist, das Ganze abzustrahieren. Napalm hat definiert, wir haben einen Get-Fact, dort habe ich die und die und die Informationen strukturiert. Und für jeden Treiber, für iOS, für Juniper, für Arista, für Nexus gibt es verschiedene Treiber und die geben genau die Informationen in dem strukturierten Format retour. Das erlaubt es eigentlich uns, mit diesen Geräten zu arbeiten, ohne dass wir wirklich auf jeden Typ spezifisch drauf eingehen. Napalm ist auch sehr weit verbreitet, wenn es darum geht, um Konfigurationen dann aufs Gerät drauf zu bringen. Das kann nicht Mikro auch. Also wenn ich zum Beispiel den iOS-Treiber anschaue, dann basiert alles auf dem NetMicro. Napalm verwendet NetMicro, aber abstrahiert uns gewisse Komplexität. Ich kann das auch natürlich zeigen. Mache da. Ich hoffe, es geht nicht allzu lang. Installieren da. Dependency. Da sehen wir jetzt, da kommt Juno Library, da kommt iOS XR kommt der Library daher. NetMicro wird gebraucht, Jinja 2 wird gebraucht für Template Rendering. Braucht gewisse Sachen natürlich gleich wie ihr nehmt Mikro, aber das funktioniert relativ gut miteinander, so zum Installieren. Es wird hier NCC Client installiert, wo gebraucht wird, um mit NetConf zu arbeiten. Das ist eigentlich hauptsächlich im Junos-Treiber drin. Bei YAML zum YAML-Files, ich kann nicht strukturiert laden. Da sehen wir jetzt, dass gewisse Sachen fehlen, dann wird es einfach auf eine andere Variante installiert. Das ist jetzt die Arista API, die da installiert wird. Machen wir normalerweise nicht immer und nicht immer so viel. Da sehen wir jetzt auch, dass eine spezifische Version von NetMicro gebraucht wird. Das heisst, da gibt es jetzt eine andere Version. Da kann jede Library für sich eigentlich definieren, welche Version das es braucht. Wenn wir jetzt natürlich dann verschiedene Projekte alle im gleichen Ort hätten, hätten wir das Problem, dass es nicht geht. Okay. Ok,
Okay, gut. Jetzt habe ich gerade zwei Fragen, habe ich es gesehen, oder zwei Kommentare. Einmal, die rote Schrift ist nicht gut lesbar, das ist also ihr leid. Grün ist vermutlich auch nicht so gut. Gut. Die andere Frage ist, welche Idee, dass ich würde empfehlen für Python entwickeln. Grundsätzlich empfehle ich diejenigen, die man am besten kennt. Große IDEs sind sicher PyCharm oder den Visual Studio Code. Ich verwende beide. Wenn ich auf Windows arbeite mit der WSL, dann verwende ich Visual Studio Code. Aber grundsätzlich je nachdem, was einem besser liegt. Gut. Ich hoffe, da innen ist die Schrift besser, wobei ich nehme vielleicht gescheiter den Nano. Auch wenn das natürlich nicht mein Lieblings-Editor ist, da müsste ich weniger Farbe drin haben. Na, halt. Das heißt, jetzt sage ich wieder, ich brauche meine Library Napalm, die wir vorher installiert haben. Bei Napalm ist es so, da gibt es verschiedene Treiber. Das heißt, da mache ich jetzt, ich hätte gerne den Treiber. Und zwar Napalm get Network Driver. Und sage jetzt, ich habe ein iOS-Gerät. Da habe ich jetzt eigentlich gesagt, ich werde nachher dann mit dem Treiber iOS arbeiten. Einfach, dass Napalm weiß, wie damit umgeht. SV1 habe ich jetzt meinen Treiber, den ich geholt habe, verwende, um auf das Gerät zu verbinden. Dann habe ich wieder SV01, Port 1. Username INS. Da mache ich jetzt eigentlich eine Instanz, dass ich so kann auf meinen Switch 1 zugreifen und kann dann auf meinem Switch 1 wieder mit WIF, dann muss ich mich nicht ums Open und Close kümmern. Da sage ich, ich hätte gern den Output von SW1 und mache zum Beispiel get users. Und Output. So, gib den Output retour. Alles richtig gemacht habe, sollte das funktionieren. Ich sehe, da ist wieder eine Frage gekommen. Frage ist, ob Präsentation zur Verfügung gestellt wird. Kann ich grundsätzlich machen. Das Video an sich ist auch 180 Tage online. Wenn die Präsentation man gern hätte, einfach mir rasch ein Mail schreiben. Dann kann ich die Präsentation schicken. Gut, da sehen wir jetzt Python Napalm und haben jetzt strukturierte Daten bekommen. User INS ist da drauf, hat Level 15 und hat das Passwort jetzt auf dem Gerät. Das ist jetzt, weil Napalm die Get-Users implementiert hat und hat definiert, Get-Users muss eine Antwort bringen in dem Format. Grundsätzlich ist die Liste mit Analysis Dictionary, mit INS und den anderen Eigenschaften. Dann machen wir weiter. Also Napalm wäre da relativ einfach, vor allem weil es uns alles abstrahiert. Wie gesagt, auf dem Junos-Gerät sieht die Antwort gleich aus.
Das ist für nachher, um damit zu arbeiten, sehr angenehm. Ich komme mir jetzt zu meinem Lieblings-Framework im Moment. Das ist eigentlich ein Framework für Automatisierung in reinem Python. Nicht so wie Ansible, wo Python ist, aber eine eigene Sprache, mehr oder weniger, braucht, zum Automatisierungsworkflow machen. Nonia macht das alles in Python. Viele Sachen werden uns abgenommen. Ihr werdet sehen, wie gewisse Sachen einfach sind. Aber es ist alles in Python, darum ist alles machbar. Auch darum ein kleines Lab aufbauen im Labor. Jetzt hier als Beispiel gestern überlegt, was könnte ich machen? Ich dachte, ja, machen wir mal MPLS to the Edge. Also MPLS bis zum CE. Die Geräte, die booten alle leer. Kommen dann über den Management Port, out of band, die ganze kleine TFTP-Config über, dass sie SSH haben. Plus, sie haben IP-Reservation auf die MAC-Adresse, dass sie auf die Geräte draufkommen. Das habe ich schon gemacht, die sind jetzt alle leer raufgekommen. Die stehen jetzt so im Labor. Und jetzt natürlich wie in einer Kochsendung kann ich jetzt sagen, ich habe da schon mal etwas vorbereitet. Da habe ich jetzt ein kleines Projekt gemacht. Da sehen wir Visual Studio Code, wo da mit der WSL verbunden ist, wo auch mein Virtual Environment erkennt, wo ich da rein habe. Da habe ich ein neues Projekt gemacht, habe ein Requirements TXT gemacht, wo dann steht, dass Nonia gebraucht wird. Ja. Grundsätzlich, wenn wir jetzt würden, sagen wir tun zwei Geräte konfigurieren. Auf unserem Beispiel da. Die zwei Clients sind einfach die äußersten zwei Switchen, die ich verwendet habe als Client. Die möchte ich konfigurieren mit den Sachen, die wir bis jetzt gesehen haben. Dann würden wir vermutlich würden wir dann mit Netmicro zum Beispiel sowas machen. Wir haben hier wieder den Connection Handler. Wir sagen, wir haben eine Liste von Devices. Das ist der ganz links und ganz rechts. Sagen jetzt Device-Typ, Username, Passwort. Iterieren über die Liste durch. Mit dem Enumerate können wir machen, dass wir auch eine Zahl haben. Die brauche ich für die IP-Adresse da. Das heisst, beim ersten Durchgang steht da ein 1, beim zweiten Durchgang steht da ein 2 drin. Ich kann das auf mein Gerät schicken. Machen da einen Disconnect, dass auch die SSH-Session sicher super wieder zu ist und gibt das aus. Jetzt da rein. Sollte jetzt funktionieren, das dauert jetzt ein bisschen. Oder? Weil er macht das jetzt sequenziell. Ich habe ihm jetzt gesagt, geh aufs erste Gerät, gib die Befehle ein, geh aufs zweite Gerät. Das heisst jetzt, die ganze Topologie ist grundsätzlich noch nicht konfiguriert, außer jetzt die zwei Clients, die ein IP bekommen haben und ein Default Gateway. Aber Nonia ist da noch nichts, oder? Nonia ist jetzt ein Library, wo uns das Automatisieren soll vereinfachen. Das nehme ich noch raus, noch ein Teil noch später. Das ist jetzt also das Hello World von Nonia. Ich importiere Nonia. Ich sage da zum Beispiel, ich habe einen Task, Networking. Und ich habe eine Helfer-Funktion, Print Result. Ich initialisiere da meine Settings.yaml. Sage dann, ich hätte gern auf meinem Nonia gern einen Task ausgerufen, wo Networking Napalm Get, das heisst, da rein gibt es jetzt einen Task, der heisst Napalm Get, macht. Ich kann da sagen, ich habe eine Liste von Getters, das heisst, ich hätte gerne Get Facts, Get Interfaces und Get LLDP Neighbors. Was ich auch habe, ist ein Settings-File.
In dem Settings-File sage ich jetzt hier, ich habe ein Simple Inventory. Da könnte ich jetzt ein eigenes Inventory schreiben oder bestehende verwenden, um zum Beispiel ein Prime ansteuern, ein DNA ansteuern, um die Daten zu holen. Narnia muss ja wissen, wo das die Daten rum sind, welche Geräte das es gibt. Was ich jetzt gemacht habe, einfach von Hand, ist rasch die Host in eine YAML erstellt. Das heißt, da innen sind alle die Hosts mit den Informationen, die ich brauche, erfasst. Die würden normalerweise eher aus einem anderen System abgefragt werden. Kann ich natürlich aber auch alles da innen machen. Gruppen habe ich gemacht. Ich habe, dass ich nicht überall das Passwort muss vergeben, habe ich Gruppe iOSXE gemacht mit unseren Credentials und habe den Rapperswil Jona als zwei Gruppen gemacht, wo ich einen Service kann definieren kann. Plus Default könnte man auch noch Wert übergeben, brauchen wir nicht. Was ich auch gemacht habe schon mal, ist mit Jinja 2 ein Template erstellt, wo dann nachher die Informationen, zum Beispiel die Loopback-Adresse, die ich definiere, da reinschreibt. Da brauchen wir bis jetzt nicht. Bis jetzt brauchen wir eigentlich nur die Definition von allen Geräten und können da so. Und dass es gespeichert ist, ausführen. Das heisst jetzt, treffen, Playbook genannt, ob das jetzt ein guter Name ist, erinnert zu stark, vermutlich an Ansible, vielleicht hätte es gescheiter Runbook oder irgend sowas genannt. Hat jetzt aber da wirklich nichts mit Ansible zu tun. Jetzt geht Narnia ran, in dem Hello World, hat 20 Workers, ich habe 12 Geräte, geht auf alle Geräte drauf und macht mit Napalm ein GetFacts, GetInterfaces und GetLLDPNeighbors. Da unten sehen wir jetzt schon mit dem PrintResult, wie wirklich alles ausgeht. Das sind jetzt alle die Geräte, die da ausgehen werden, mit den Informationen strukturiert, wo die verschiedenen Getters bringen. Alle Interfaces, Seriennummern. Ja. Was ich jetzt aber sehe, ist LLDP Neighbors, ist leer. Ich weiß jetzt wieso, weil ich habe noch kein LLDP aktiviert, aber grundsätzlich geht er jetzt drauf, sieht nichts, das heißt, kommt leer retour. Ich kann jetzt mit dem Result in meinem Python Code ganz normal weiterarbeiten. Ich einfach zum ein zeigen, was das Narnia so macht, habe ich ein paar Command. Kann jetzt zum Beispiel das auch ändern, indem ich sage Narnia run task machen wir networking, aber da mache ich den netmicro-send-config. Das heißt auch da netmicro ist bereits integriert. In Narnia sind Napalm, Netmicro, Restconf, Netconf. Die Sachen sind alle schon integriert. Muss mich also nicht um einen Session-Aufbau oder Abbau kümmern. Das wird alles gemacht. No IP. Domain Lookup bitte gerne konfigurieren. Einfach empfehle ich mich mal für Tipp und LLDP Run. Was macht jetzt der Code? Der Code soll jetzt auf alle Geräte sich verbinden und die zwei Commands absetzen. Ausführen. Ich habe den anderen auskommentiert, einfach dass der uns da unten mit dem Output nicht zu fest stört. Ich muss mich da jetzt nicht drum kümmern. Jetzt habe ich mich verschrieben. Gerade eine Fehlermeldung. Da fehlt das S. Und wenn es eine gute Library ist, dann sieht man auch relativ schnell, was man falsch gemacht hat.
Also darum jetzt nochmal laufen lassen. Ich sehe, dass jetzt hier da alle die Clients, Hosts, die haben gefehlt. Dann habe ich hier unten noch ausgegeben, einfach, dass ich am Schluss noch ein Summary habe. Bei Narnia muss ich mich selber nicht darum kümmern, um die ganzen Prozess, um alles rundherum. Was wir jetzt sehen, ist, dass LLDP konfiguriert worden ist und No IP Domain Lookup. Bedeutet, da verifizieren, indem ich LLDPs wieder abfragen gehe. Ich habe jetzt die anderen auskommentiert, einfach, dass man schneller sieht. Und jetzt genau. Vielleicht rasch die Konsole zeigen vom Gerät. Habe ich irgendwo offen. Sind die Geräte drauf. Zwischen gesehen sehen wir jetzt, dass wir LLDP Neighbors bekommen haben. Die heißen aber alle Switch. Die Switch sind leer aufgekommen, die haben keine Konfiguration, außer SSH enabled und der User drauf. Darum heißen die jetzt alle gleich. Und jetzt, was die machen, ist grundsätzlich die vielleicht konfigurieren. Was ich da jetzt bei Narnia kann machen, ich kann eigene Tasks relativ einfach schreiben. Ich mache eine neue Funktion mit def, configure hostname, sage da habe ich einen Task und da innen sage ich config. Das ist jetzt config, wenn ich gerne schicken würde. Hostname und von dem Task habe ich der Host innen und den Namen, den der Host hat. Wenn ich hier unten sehe, da ist zum Beispiel Client 1, den hätte ich jetzt gerne da drin. Und jetzt mache ich einen Task. Aha, Task gleich Networking. Und Config. Ich kann da jetzt Config schicken. Commands, dass wir das S nicht vergessen. Grundsätzlich könnte ich jetzt hier den Config reingeben in die Liste und das würde funktionieren. Was ich jetzt aber will zeigen, ist, dass es auch mit Napalm geht. Dass Napalm funktioniert, muss ich mindestens SCP Server enablen. Grundsätzlich meine ich ja. Ich sehe jetzt, dass die Zeit ein bisschen knapp ist. Ich muss schneller programmieren. Aber weil es ja eine Kochsendung ist, kann ich sagen, habe ich das schon mal vorbereitet. Und führe das jetzt aus. Was jetzt passiert, er geht drauf, konfiguriert IPSCP Server Enable und konfiguriert dann ein Hostname, wenn ich Result. Und natürlich meinen eigenen Task auch noch starten. Das ist, wenn man will, pressieren. Ich habe jetzt mein Configure Hostname Task erstellt, muss ich jetzt starten für alle Geräte und dann das da reinschreiben. Da jetzt schaut, müssen wir denn da rein sehen, dass er sich jetzt bei SSH drauf verbindet. Genau, da ist jetzt das gekommen. Er wird jetzt den nochmal für Napalm.
Und dann wird dann da die Ausgabe kommen, dass es erfolgreich war. Optimistisch, dass das geht. Jetzt haben wir ja da ein Template, wo die ganze Config von diesen Geräten mit BGP, mit allem rendern kann. VRFs, BGP, wenn ich es brauche, die ganze Geschichte. Jetzt kann man machen, hat jetzt überall geklappt, sehr gut. Das heisst, auch LLDP will jetzt die richtige Nebe bringen. Networking gibt es da auch noch Text. Da rein kann ich zum Beispiel Template rendern mit Jinja, das ist auch schon bereits vorbereitet. Mache jetzt eine neue Funktion, Configure Device. Und jetzt das Template, das ich hier unter Templates, Path Templates drin habe, gerne rendern. Da kommt die ganze Config hier rein. Und die Config schicke ich dann mit Napalm Configure gleich wieder oben. Mit Dry Run gleich True sage ich eigentlich, ich würde gerne die Config schicken, aber noch nicht ausführen. Das will ich jetzt aber auf der Client nicht machen. Für das gibt es Varianten, dass ich kann filtern in Nornio. Da gibt es ganz einfache bis ganz komplexe Sachen. Ich da jetzt mache, ich habe einen F-String oder einen F-Filter, muss ich so sagen. Das ist eine Funktion, die ich auch muss importieren. Die Sachen muss ich in der Dokumentation nachlesen. Ich habe nachher da irgendeine Rolle, Call, Distribution oder Access. Und alle diese Geräte, die in einer von diesen Rollen sind, würde ich gerne die komplett Config beschreiben. Das heisst jetzt, wenn du schaust, der heisst jetzt PE1, hat jetzt aber noch nicht viel Config. Ah, weil wir jetzt zeitlich knapp dran sind, und ich einfach mal mutig den Dry Run rausnehmen. Normalerweise, wenn wir jetzt einen Dry Run machen, würde dann sehen, wann er wie drauf tun und könnt nachher dann das applyen. Das heisst, jetzt wird das Template da gerendert. Das ist alles Jinja-Syntax, da kann man heute mal einen eigenen Talk drüber halten und den aufs Gerät abgeschrieben. Schauen wir mal, was da schon passiert. Hat sich jetzt eingeloggt, hat sich nochmal eingeloggt. Mach süß jetzt so. Der hinterste Client. Wir sehen jetzt hier, die Interfaces gehen raus und kommen wieder ab. Das ist, weil ich einen No-Switch-Port drauf verbinde. Ich gehe jetzt da auf den letzten oder das erste Gerät. Das müsste ein Client sein. Genau, das ist ein Client. Da habe ich die IP-Adresse 172, das heisst Ping 172.16. 1C wäre der andere Client auf der anderen Seite. Wenn ich Glück habe, tut das. Das tut jetzt so nicht. Was ich jetzt hier sehe, ist, da ist jetzt mal OSPF, ist aufgekommen. LLDP ist jetzt aufgekommen. Jetzt da mal rasch auf den CE schauen. RF Cast A. Da sehen wir jetzt über BGP
habe ich 172.16 1.0-Netz gelernt, wo auf der anderen Seite ist. Das heisst eigentlich, müsste eigentlich funktionieren. Gestern hat es funktioniert, heute nicht. Gut. Da müsste ich jetzt schauen, ob ich im Template einen Fehler habe. Grundsätzlich schon ein Interface Brief. Sehe ich jetzt, dass da alle Interfaces konfiguriert worden sind. Darauf sehe ich, ist BGP konfiguriert worden. Alles mit einem Befehl. Ich habe jetzt den. Bis jetzt wird nur einfach Config drüber geworfen. Das würde jetzt eigentlich nicht irgendwas ändern an der Config. Was ich kann machen, ist Config überschreiben, Replace machen. Da würde ich aber gewisse Sachen ein bisschen anpassen. Darum mache ich jetzt den Crypto-Key, dass die ganze SSH-Session sicher nicht betroffen ist und ich nachher nicht ohne Key da stehe, hole ich zuerst den Crypto-Key, die ganze Config, plus mein Out-of-Band-Management-Netz gar nicht auch abfragen. Rendere dann das Config-Template wieder rein, wo ich zum Beispiel das Out-of-Band-Management-Interface drin rein rendere, dass ich ein Config-Replace mache. Das ist jetzt ein relativ einfaches Beispiel. Da Replace gleich True. Dann wird die komplette Config ersetzt. Das heißt, wenn irgendwas auf dem Gerät drauf ist, was ich nicht erwarte, dann ist das weg. Ich sehe dann aber auch da unten mit Plus und Minus, was eigentlich drauf ist. Also da jetzt als Beispiel ist No Switch Part weggekommen und die IP-Adressen sind drauf gekommen. MPLS, OSPF. Alles, was ich im Template definiert habe. Ich habe jetzt natürlich wieder überzogen. Grundsätzlich das Replay. Wenn jemand wo an eine Sitzung muss, sicher eine Option. Wenn das laufen, habe ich noch drei Slides. Grundsätzlich können wir jetzt das Netz relativ einfach mit Narnia einfach können administrieren. Da hat es jetzt noch keine Fehlerbehandlung, nichts drin, das müssen wir noch machen. Aber ich möchte zeigen, wie einfach, dass man mit Python gewisse Sachen kann erreichen mit 3-4 Zeilen Code. Was es dann auch noch gibt, ist Flask. Da hätte ich eigentlich auch noch eine Demo gehabt, wo ich mit 3-4 Zeilen kann einen Webserver machen, wo dann zum Beispiel irgendwelche Geräteinformationen annimmt und auf Gerät geht und konfigurieren oder dann kann auch Configs auslesen, darstellen. Das ist sehr einfach. Mit Python und Flask kann ich Standalone Webserver machen mit Ginger Syntax wieder zum Rendern. Django ist auch ein Webframework, wo aber ein bisschen grösser ist, wo vor allem die ganze Datenbank Modeling-Geschichte schon drin hat, wann ich beim Flask muss zusätzlich noch installieren. Da gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein, weil ich schon überzogen habe. Ich werde nachher dann alle Question and Answers Sachen befragen, beantworten. Fragen per Mail sind natürlich willkommen. Die Schweiz ist ja klein, man wird sich irgendwann über den Weg laufen. Wenn irgendwie Fragen sind, einfach ansprechen. Ich hoffe natürlich, es hat Ihnen gefallen, dass Sie beim nächsten Webinar wieder dabei sind. Wir haben ein kleines Feedback-Formular. Wir würden uns freuen, wenn Sie das noch ausfüllen könnten. Und möchte mich somit mit dem Check, ob es funktioniert hat. Ja, kein Fehler rum. Hat funktioniert. Möchte mich damit bedanken. Schade, dass jetzt der Ping nicht durch hat. Murphy's Law. Ich komme mindestens zum Default Gateway. Ja, aber bis zum Default Gateway komme ich. Das heisst, beim Client auf der anderen Seite
Also das ist der Default Gateway auf der anderen Seite. Beim Client auf der anderen Seite stimmt irgendwas nicht. Das ist mit dem NetMicro, wo wir ganz am Anfang gemacht haben. Ja, aber der Ping in unserer Topologie, da zurückgehen, ist jetzt von da bis auf das VRF-SVI gegangen. Ja, somit möchte ich mich bedanken, freue mich über Feedback und wünsche noch ganz gute, produktive Zeit. Bis bald. Dankeschön.